Ich erinnerte mich daran, dass mir das schon einmal ein Politiker gesagt hatte. Einige Stunden später war er tot. Ich beschloss, dem Herrn Schuster zu helfen. Vielleicht brachte ich ihm ja auch Unglück. Es war immerhin ein Versuch wert. Sie haben Glück, Schuster. Heute habe ich meinen hilfsbereiten Tag. Ich möchte, dass Sie den Mord an meinem Parteifreund aufklären. Schätze, dass schon eine Horde von Polizisten unschuldige Leute verhören und mit ihrem katastrophalen Café foltern. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen als Privatdetektiv gewisse Türen, wie soll ich sagen, leichter zu öffnen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen, wie soll ich sagen, gewisse Schrauben leicht locker sind. Ich erwarte nichts Ungesetzliches, Maloney. Ich vertraue Ihrer Inspiration. Nun, die ist zumindest vertrauenerweckender als Ihre Transpiration. Ich weiß, mein Deo hat versagt. Ist ja auch kein Wunder in einer solch delikaten Situation. Diese Vorfälle kommen für unsere Partei höchst ungelegen. Eine Leiche kommt meist ungelegen. Meine Parteifreunde und ich legen Wert darauf, dass die Sache so rasch wie möglich aufgeklärt wird. Im nächsten Jahr sind Wahlen. Schuster transpirierte noch eine Zeit lang in meinem Büro. Dann schob er mir einen gebügelten Tausender über meinen Schreibtisch. Das schien die Einheitswährung unter Politikern zu sein. Ich erbarmte mich und steckte ihn zu dem anderen, damit er nicht so alleine war. Dann ging Schuster und ich streichelte die Katze. Sie war immer noch schwarz und sie brachte mir immer noch Glück. Wir schmusten noch ein wenig, bis das Telefon klingelte. Das Telefon klingelt immer in solchen Situationen. Maloney? Gratuliere. Sie sind auf dem besten Weg in eine erleuchtete Zukunft. Tut mir leid, ich brauche keine Glühbirnen. Wussten Sie eigentlich, dass wir nur 10% unseres geistigen Potenzials nutzen? Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Aber so wie Sie klingen, haben Sie von den 10% auch noch ein paar im Alkohol ertränkt. Aus Ihnen spricht der Hass. Ich bringe Ihnen die Liebe. Na gut, stellen Sie sie meinetwegen vor die Tür. Ich hole sie dann rein, wenn mir danach zumute ist. Verlieren Sie keine Zeit. Zeit ist kostbar. Da haben Sie recht. Ich mag diese Leute nicht. Sie strahlen einen an, als hätten sie gerade den Gott der Götter im Supermarkt angetroffen. Wenn man genauer hinsieht, ist es irgendein Scheinheiliger, der den Hausfrauen das Portemonnaie aus der Tasche klaut und kleinen Kindern nachsteigt. Das Telefon klingelte schon wieder. Ich nahm dennoch ab. Hier spricht der Beantworter von Philip Maloney. Erleuchtete und andere lichtbringende Gestalten wie Kronleuchter und Kerzen können mir eine Nachricht hinterlassen. Pieps! Scheiße. Entschuldigung, Ich meine, hier spricht Andy Kern, der Manager von Madame B. Ich hätte einen Auftrag für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas auch machen. Es geht nämlich um eine Katze. Um die Katze von Madame B. Sie ist verschwunden. Moment mal. Sagten Sie eine Katze? Aber, hallo, sind Sie das, Philip Maloney? Ich bin's, guter Mann. Sie suchen eine Katze. Ja, ich weiß, das ist ein etwas ungewöhnlicher Auftrag. Aber Madame B. braucht ihre Katze. Sie ist sehr wichtig. Wie sieht sie denn aus? Schwarz. Eine schwarze Hauskatze. Mein Weg führte mich zu Madame B. Die Katze nahm ich gleich mit. Madame B. residierte in einer Jugendstilvilla außerhalb der Stadt. Am Eingang hing eine vergoldete Tafel mit ihrem Namen. Darunter stand Sprechstunden nach Vereinbarung. Ich klingelte. Die Videokamera musterte mich eingehend. Danach summte es und ich trat ein. Madame B. sah aus wie eine Kronprinzessin mit langlebigen Eltern. Sie hatte die Würde einer Dame und die Beine einer Schönheitskönigin. Der Rest lag irgendwo dazwischen. Madame B. beachtete mich nicht.